Guten Morgen, heute beginnt der BUVOG-Prozess. Wir befinden uns hier beim Hintereingang des Straflandesgerichts Wien, wo in 1,5 Stunden ungefähr 15 Angeklagte auftreten werden. Im BUVOG-Prozess geht es um den Vorwurf, vor allem gegen den damaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser, im Rahmen der Privatisierung der Bundeswohnungen, also der BUVOG, Bestechungsgelder angenommen zu haben. Weitere Anklagen, die im Zentrum dieses Verfahrens stehen werden, sind die ehemaligen Lobbyisten Walter Maischberger, er war auch der Trauzeuge von Karl-Heinz Grasser, und Peter Hochecker, er war Lobbyist, sowie der Wiener Immobilienmakler Ernst Blech. Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft vor, Tipps weitergegeben zu haben bzw. verarbeitet zu haben, wie viel denn geboten werden muss an die Immofinanz, um das beste damalige Gebot zu übertrumpfen. Wir sprechen von 960 Millionen Euro, die damals die CA Immo geboten hatte, und das sogenannte Österreich-Konsortium rund um die Immofinanz hat dann 961 Millionen geboten, das heißt um die Summe um 1 Promille erhöht. Einer der weiteren Angeklagten ist daher auch der damalige Chef der Immofinanz und Constantia Privatbank, Karl Petrikovic.